Hallihallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Wir zocken heute mal wieder Rush. Und das Lustige ist, Leute, es sind alle Level 0. Es sind alle Level 0. Die Dice-Server backen schon wieder rum. Wieder mal Standard bei Battlefield. Bin echt gespannt, warum. Ich weiß echt nicht, was das schon wieder soll. Noch nicht mal lang hier, schon der erste Panzer wieder. Um die erste Ecke gerannt ist schon wieder ein Panzer da. Das ist so behindert. Kommt natürlich jetzt auch laut schlecht rein. Komm, Digga, lad mal nach. Oh, der Panzer kommt. Scheiße, ne, jetzt haben wir eh verkackt. Weil jetzt findet er uns eh, der Typ. Und warum schon wieder jeder Level 0 ist, ey? Es ist so fraglich. Warum die das nie gebacken kriegen, einfach mal die Server standhaft zu machen. Oder habe ich irgendwas verpasst und die ganzen Ränge wurden zurückgestellt? Das glaube ich nicht, oder? Wäre echt tragisch für die Leute, die Level 100 erreicht haben. Also das glaube ich jetzt mal nicht. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie weit wir hier überhaupt kommen. So, Munition. Schön. Mit am Start haben wir die... Bennett Mercy müsste sein. So, komm. Artillerie anfordern. Damit die Nummer hier läuft. Problem ist, dass die alle schon wieder snipen und irgendeiner hat auch schon auf mich geschossen vorhin. Habt ihr gesehen, gehört wahrscheinlich? Weiß nicht, da kommt schnell Panzer. Warum kann ich jetzt die Granate nicht schmeißen, die ich bis eben gerade noch hatte? Ja. Warum habe ich denn mit denen keine Granate? Ja, bestimmt. Bestimmt, weil die Klassenränge zurückgesetzt wurden oder weil das hier nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich noch keine Granate ausgewählt wahrscheinlich, weil ich wieder alles neu auswählen muss. Man versteht es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich müsste eigentlich weiter nach vorne, aber der scheiß Panzer, der regt mich schon wieder auf. Mann, wenn der Panzer nicht wäre... Na, darum snipt doch einer. Ich habe ja nicht mal eine Granate, um mich zu wehren, Mann. Ja, und das war's. Das war's. Das war's. Yep. Es ist so super, Mann, wenn man keine Granaten hat. Wenn ich jetzt nicht wiederbelebt werde, suche ich mir erstmal eine vernünftige Granate aus. Das ist ja schon wieder zum Kotzen so hier, ganz ehrlich. Mann, da stehen so viele Leute neben mir. Das gibt's doch nicht. Drei Medics. Und keiner holt mich, der eine rennt weg. Mann, mit solchen Pfeifen kann man das auch schon wieder nicht gewinnen, ganz ehrlich. Aber wir haben doch eine Granate bei gehabt. Warum geht denn das schon wieder nicht mehr? Warum funktioniert denn das schon wieder nicht mehr hier? Jetzt haben wir eine bei. Die Brandgranate ist das einzige. Aber die wird jetzt auch nicht viel helfen, sag ich mal. Da treffen. Kann man das Pferd noch töten für Punkte? Kann man eigentlich, aber irgendwie zeigt er mir keine Schadenszahlen oder irgendwas an. Ich glaube, auf die Heiler können wir echt verzichten da schon wieder, weil die heilen dann sowieso nicht. Die bringen dann sowieso nicht zurück. Echt tragisch eigentlich. Wie soll man das mit solchen Leuten überhaupt schaffen hier, frage ich mich. Also Leute, ich gehe jetzt auch mal nicht auf Kills oder so. Ich mache jetzt einmal so ein bisschen hier den Versuch, hier ein bisschen dass wir das Ding hier gewinnen zu gehen. Aber ihr seht ja selber, dass es ja einfach ist. Wenn man permanent von Panzer beschossen wird, beziehungsweise die geilsten Waffen zockt, vielleicht sollte ich auch einfach mal, anderes Visier reinmachen. Das Flugabwehrvisier gefällt mir zwar irgendwie nicht so, aber naja. Oh, die Punkte haben wir schon, das ist schon mal wieder nice. Ja. Digga, lauf. Ey, wie wenig Schaden man an dem Panzer macht. Das ist genauso lächerlich. So wenig Schaden mit einer Brandgranate. Ich meine, gut, normalerweise denke ich, würde eine Brandgranate gar keinen Schaden machen. Aber wie soll man denn den Panzer, wenn man kein Sturmsoldat ist und selbst ein Sturmsoldat hat Probleme, die Panzer down zu kriegen?
Selbst ein Sturmsoldat seine Waffenreiche nicht aus, um einen Panzerdon zu machen. Das ist doch einfach nur lächerlich. Werde er gezwungen, hier zu campen quasi. Komm, 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 komm. Komm schon, Artillerie anfordern. Vielleicht haben wir Glück und können was wegrotzen. Bei mir funktioniert zwar immer nicht. Immer wenn ich das Ding anfordere, passiert gar nichts. Aber vielleicht haben wir ja tatsächlich mal irgendwie Glück. Schön. Mal eine Brandgranate hin. Ich brauch Munition. Hier, Munition! Digga, du brauchst Munition. Hier, komm her. Du hast selber Muni. Passt. Oh, natürlich. Man wird auch nur von Panzer geholt, Mann. Es macht schon wieder richtig Bock, wenn man nur von Panzer geholt wird, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, warum da nur... Und wir selber haben keinen Panzer, das ist ja das Schlimme. Wir selber haben gar keinen Panzer zum Wegholen. Immer nur die Gegner haben Panzer. Ach, da snipern sie wieder. Oh, ist so räudig. Yep. Wieder mal sehr viel gebracht, würde ich sagen. Können direkt wieder wegrennen. Und kommen jetzt eh nicht hier hoch, ohne zu sterben, glaube ich. Ja. Und wieder vom Panzer. Mann, ich mach die Scheiße gleich aus, ganz ehrlich, ey. Das ist so behindert, ohne Müll. Ich verstehe nicht, warum DICE nicht endlich mal aufwacht aus ihrem Traum hier. Ganz ehrlich, ey, die Panzer, die müssten echt endlich mal weg oder irgendwie reduziert oder keine Ahnung was. Das ist einfach nur Schwachsinn mittlerweile. Jedes Mal wirst du vom Panzer geholt, Mann. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Es macht einfach mittlerweile keinen Spaß mehr, weil nur noch Panzer sind überall. Nur noch. Das stresst so rein, Mann. Wie oft ich jetzt schon wieder vom Panzer geholt wurde, ganz ehrlich. Jedes Mal vom Panzer, was ich hier gestorben bin. Kannst du auch vergessen. Artillerie holt keiner. Warum eigentlich nicht? Vermutlich, weil man nie damit jemanden tötet, außer wenn die Gegner das Ding zünden. Ich töte damit zum Beispiel nie jemanden. Na, wenigstens stirbt er noch. Die Medics holen dann ja eh nicht zurück. Das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Ey, ganz ehrlich, die Runde ist schon wieder so geil einfach. Die läuft schon wieder so richtig gut, läuft die schon wieder. Einfach nur, weil ich auch mal andere Waffen zeigen möchte, kriege ich hier richtig auf den Sack. Wurde getötet, oder? Kommt ein Panzer, ja, natürlich. Lauf doch! Warum läuft der nicht, Mann? Weil er kniet. Normalerweise, wenn man dann rennt, steht er automatisch auf. Nein, in diesem Fall natürlich wieder nicht. Das kannst du echt vergessen hier. Das kannst du echt vergessen. Snipern sie auch wieder. Oh. Ich snipe gleich, Leute. Ich snipe gleich. Es macht so keinen Sinn einfach. Es macht einfach so keinen Sinn. Es macht echt keinen Sinn, hier diese Scheiße noch mit irgendwas anderem zu spielen. Ich spiele auch nichts anderes mehr. Ich spiele nur Sniper ab sofort. Macht keinen Sinn mehr. Ganz ehrlich. Nur noch Panzer und was weiß ich was alles. Es macht einfach keinen Spaß mehr so. Es macht einfach keinen Spaß mehr anders. Es ist einfach nur noch scheiße. Du kannst nichts anderes mehr spielen im Spiel außer Sniper, ganz ehrlich. Es ist einfach so. Ja, yep. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind Lecks drin oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch, von wo hier permanent schon wieder irgendwelche... Von wo hier was schon wieder raufschießt. Hat hier irgendeiner irgendein Problem oder was, da hinten? Achso, da schießt einer auf den Panzer drauf oder was?
Oh Mann, ein Double Kill hätte wenigstens sein können. Schön, der ging sogar noch durch. Der ging sogar noch durch. Ich habe gerade voll die Zielprobleme hier irgendwie, ich weiß auch nicht. Und voll die Lecks sind mit drin. Immer wenn ich schieße, ist der schon längst getroffen. Aber stirbt erst 3 Stunden später. Ist total witzig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen. Gehen wir mal schnell hier ein bisschen weiter zurück. Komm schon, komm schon, komm schon. Und erstmal rennen. Wie sieht's aus? 11-7. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Ich hoffe mal, dass wir das noch eine Weile so halten können. Komm, lass mich rein hier. Ich mal ein paar Minen herstellen. Und für den Fall, falls jemand reinkommt, was garantiert kommen wird. Und hier oben noch. Das Blöde ist halt jetzt, dass die ganzen Panzer jetzt kommen. Das kriegen wir natürlich durch die ganzen Panzer auch richtig auf den Sack höchstwahrscheinlich. Schön. Oh, komm, Mann. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen, ganz ehrlich? Schön. Ja, war ein Fehler von mir. Ich bin es mittlerweile, glaube ich, so gewöhnt, mit der SMLE rumzulaufen, dass ich hier diesen 10er-Zoom... Ja, das ist schwierig für mich, gerade mit dem 10er-Zoom hier zu zocken. Aber es ist die einzige Chance, noch irgendwie im Battlefield Punkte zu machen. Ist wirklich so. Andere Waffen kann ich auch irgendwie gar nicht mehr. Oh, da ist jemand runter. Oh, oh, oh. Kriegen wir auch nicht Punkte. Kommt bestimmt gleich jemand hoch. Meine Leuchtrakete her. Und wir wissen, wo die Typen sind. Im Nebenraum, im Nebengebäude. Ah, ging natürlich vorbei jetzt. Schön. Ich hab gedacht, da oben sitzen vielleicht welche, aber nein, ist nur der scheiß Panzer, der da hockt. Oh, man kann auch schon wieder übertreiben. Holt er mich zurück? Er steht 3 Meter neben mir. Naja, es wird wahrscheinlich unten sein, denke ich mal. Mann, die Panzer, ganz ehrlich, du kannst hier echt nichts mehr zocken. Wird Zeit, dass der Modus, der Rush-Modus endlich mal reinkommt, wo es keine Panzer gibt. Das wird so Zeit. Komm schon. Jetzt fehlt mir natürlich wieder keine Gegner hier, weil wir zu weit weg sind. Aber wenn wir zu nah rangehen, bringt ja leider auch nichts. Oben, nee. Wir müssen ja ran, es geht gar nicht anders. Zeigt euch doch mal hier. Hätten wir einer. Das ist ein Sturmsoldat. Krieg ich nicht. Schön. Panzer natürlich wieder. Liegt da einer? Nee. Ich glaube zwar schon, aber den kriegen wir nicht. Alter, warum ist denn der Zoom so krass? War das schon immer so heftig, ey? Das ist total, total empfindlich gerade irgendwie alles. Ich weiß auch nicht. Schön. Das ist unser Panzer wenigstens. Ja. Ah, shit. Jetzt müssen wir wieder zurück, Freunde. Sonst kriegen wir auf den Sack. Und zwar richtig. Wie weit manche Leute schon wieder Granaten schmeißen können, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, wie weit hier Leute Granaten schmeißen können. Wenn ich eine Granate schmeiße,
2 Meter weit fällt die Granate, fliegt die Granate. Ist echt so. Natürlich! Normalerweise kann man ja, wenn einem die Burg selbst gehört, kann man ja durchlaufen, ohne die Tür aufzumachen, damit man sie nicht aufsperren muss. Aber manchmal geht es... LOL! Manchmal geht es irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. Seht ihr? Das ist eine ihrer Soldaten. Woo! Jetzt müssen wir aufpassen wieder, sonst holt er uns weg. Sonst holt er uns weg, der Pisser. Ich würde auch mal sagen, wir gehen mal kurz rein. Und stellen auch mal schnell... Oder war das hier? Naja, machen wir mal hier hin. Dass eventuell, wenn da jemand hingeht, gleich erstmal eine Brandgranate abkriegt. Und da auch erstmal nicht hin kann. Man kann die Sache ja auch gut damit hinauszögern. Tut mir leid, Bro. Nicht ganz so funktioniert. Oh Mann. Da sind 2 Leute drauf, die würde ich gern wegholen. Die würde ich gern noch wegholen. Wie sieht's aus? 1910, 2. Platz. Geht. Hoffentlich können wir hier noch ein bisschen... noch ein paar Kills holen, dass wir die KD wenigstens noch rausholen hier. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auch gleich nach oben rauf. Natürlich weiß ich, dass da viele Leute hingucken. Stellen wir mal hier hin, dass wenn eine Leiter hochkommt, gleich erstmal Bescheid weiß. Digga, hast du gerade meine Dings kaputt gemacht? Ne, sie steht noch. Na, wo ist er denn? Oh, da unten ist er. Unten ist auch einer. Natürlich wieder. Was denn sonst? Ich kann wieder nicht zielen. Oh, da scheint jemand dazu zu kommen. Oh, wow, wow, wow. Einen haben wir. Nice. Wo versteckt ihr euch? Schönes Ding. Alter, ihr viele gerade wegholen. Haben wir jetzt auch leider nichts mehr. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir da hinten auch mal aufpassen, weil da stehen sie auch meistens drauf. Nur, dass man die voll schlecht sehen kann eigentlich. Okay, okay. Mann, natürlich, Digga. Komm, jemand hoch und mit zurück. Der kommt bestimmt hoch und rennt jetzt an mir vorbei oder so. Na, er kommt gar nicht hoch. Okay. Am besten wir warten einfach, damit wir hier keine Kills mehr reinkriegen. Oh, wo spawnen wir denn hier unten? Hey, jetzt sterben wir eh nochmal. Mit dem geilen Spawn hier. Oh, sie haben's. Sie kriegen's. Ne, wir holen's. Wir holen's zurück. Wir holen's zurück. Oh, nein. Schade, Mann. Ich hab gedacht, wir schaffen's noch. So ein Müll. Ja. Gut, Leute. Fazit der Runde. Das Spiel wird immer beschissener. Und ich meine, so wie ich sage, es ist einfach unglaublich, dass die ganzen Vollpfosten, die ganzen Idioten nur noch mit Panzer fahren, um Punkte zu geiern, um gute KDs abzustauben, weil sie anders nicht können. Und ja, es ist eigentlich echt ein bisschen traurig, dass man... mittlerweile in dem Spiel mehr vom Panzer weggeholt wird, wie von irgendwelchen Infanterieeinheiten. Ist echt ein bisschen traurig. Ich finde es richtig schade. Für mich zerstört es Battlefield 1. Für mich zerstört es Battlefield. Und ich hoffe, dass DICE sich da irgendwann mal was einfallen lässt oder beziehungsweise irgendwann mal aufwacht. Mir kommt so vor, als wenn DICE sowas gefällt. Mir gefällt sowas nicht. Ich glaube, dass wieder einige unter euch dabei sind, die wirklich auch sagen, Mensch, hast vollkommen recht, Panne. Ich finde es auch so beschissen und habe auch deswegen keinen Bock mehr auf das Spiel. Geht mir auch so. Ich hoffe, dass diese Info irgendwie von irgendwelchen Leuten, keine Ahnung von was, auch mal zu DICE gelangt. Denn irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die einfach zu blöd sind zum... ja, um zu wissen, wie man ein Spiel programmiert. Denn
diese Sachen, diese Ungerechtigkeit, die hier permanent herrscht, gehört auf jeden Fall in ein Multiplayer-Spiel meiner Meinung nach nicht hinein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wieder mal verbuggt, wie man sehen kann. Wir sind ja auch alle erfolgreich Level 1, Level 0, sag ich mal. Und Medaillen kann man natürlich auch nicht auswählen. Das heißt, das ganze Spiel macht wieder mal extrem Sinn. Gut, Freunde, damit danke ich mich. Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, Servus.